Fangen wir gleich mit unser aller Lieblingsthema an. Sex. Manche können ja gar nicht genug davon kriegen. Nur Daniel, dem schrumpelt langsam sein Ding, weil seine Freundin ein echtes Sexmonster ist. Ich brauch bloß die Hose runterziehen, da liegt sie schon auf mir drauf. Hier ist das Sexmonster. Schönen guten Morgen. Du redest nur Krütze, ja? Muss ich dir mal sagen? Ich Krütze? Krütze? Du redest nur Schwachsinn. Du weißt genau, was du dich eingelassen hast, dass ich 4 oder 5 Mal am Tag mir nicht reicht. Ich hab dir aber von Anfang an gesagt, dass es nicht läuft. Wenn morgen wohin gehen und ich will, da kriegst du nicht mal einen hoch, Mann. Ja, klar. Guckst du mal an, du mitten in der Stadt oder was? Was hast du da erzählt, Susanne? Er kriegt ja noch nicht mal einen hoch. Natürlich. Ist doch so. Die muss man erst hier eine Stunde lang hier irgendwas einfallen lassen, dass überhaupt mal sein Ding bewegen kann. Ja, danke. Wir jeden Tag sehen, ich bin die ganze Woche im Wohnheim, wir sehen uns noch das Wochenende. Und wenn ich mal Lust habe, dann kommt er an, ich muss basteln. Dann kommt er an, wenn ich mal sage, will ich kuscheln. Ja, da passt den ganzen Tag nur der Werkstatt durch die Kante. Was bastelst du denn da? Elektronik. Ja. Und du sagst, da könnte man wieder an mir rumschrauben, ja? Ja, da kommt er an, ich will kuscheln. Aber kuscheln reicht mir nicht alleine. Ich meine, wenn ich die ganze Woche schon gegen Sex kriege, dann will ich wenigstens Wochenende volles Programm haben, oder? Bei mir schwört immer eigentlich Sex rum. Sobald ich einen geilen Typen irgendwo sehe, dann will ich nur Sex. Nervt dich das, Daniel? Ja. Abends, wenn ich ins Bett gehe, ich brauche bloß die Hose runterziehen, liegt sie schon auf mir drauf. Ja, ich die Hose runterziehen? Ja. Du kommst doch an, kommt der um Augen auf, dann kommst du an. Ich? Was war heute Morgen? Wer war als erstes auf mir drauf? Du hast nicht rumgeschrieben, ich will dich von hinten, Naja, wie bitte? Wir sind morgens um 11, Müssen wir uns ein bisschen... Ne? Die Nachbarn haben es gehört, die haben schon beschwert wegen dir, weil du so laut warst. Ich will dich von hinten, ich will dich von vorne, wo du besoffen warst. Für dich ist Sex nicht alles, aber für mich schon. Denn ich bin sexsüchtig. Und du allein kannst mich nicht befriedigen. Und aus diesem Grund habe ich dich 2 Mal betrogen. Die tickt nicht mehr. Und weil das Problem ist, du bist einfach eine Lusche. Guck dich doch mal an, du siehst wirklich aus wie... Buh. Du bist doch kein Mann, du bist einfach nur ein Skelett auf 2 Füßen oder was weiß ich. Ein Skelett auf 2 Füßen, ja. Ich sag da jetzt nichts mehr zu. Das brauchst du nicht geht mehr. Langsam echt zu. Susanne, wenn er dich so nervt, warum bist du überhaupt dann mit ihm zusammen in der Beziehung? Außerdem ist er gar nicht mein Typ. Ich zieh's durch. Du ziehst es durch, ja? Mal tapferer Dan, ich glaube, das ist mal ein kleiner Applaus wert, hä? Sagst du, jetzt gehe ich hier durch. Einmal tief durchgeatmet. Wenn du denkst, dass das schon alles war, dann hast du dich getäuscht. Denn ich habe schon seit längerer Zeit den Wunsch, mit einer Frau in die Kiste zu springen. Ui, auch das noch! Armer Daniel, bei Adrian ist es genau umgekehrt. Er hat 3 Freundinnen gleichzeitig. Ein toller Typ, was? Ja, und eine feige Socke, weil die Mädchen nichts voneinander wissen. So wie Jeanette. Schön, dass ich das übers Fernsehen erfahre. Na, schön, dass sie es überhaupt erfährt, oder? Adrian, zu uns Männern gehört natürlich auch eine Frau. Hast du momentan eine Freundin? Ja, eine ist gut. 3 momentan. 3? Wie kriegst du das überhaupt auf die Reihe mit diesen 3 Frauen so zeitlich? Ja, manchmal ist das wirklich schon stressig. 3-mal eine Frau am Tag. Aber es geht. Es geht? Ja, es klappt, ja. Das freut uns, dass das noch 3-mal am Tag klappt, aber... Nein, das nicht. Ganz toll, Adrian, ganz toll. Schön, dass ich das übers Fernsehen erfahre. Ja. Ich bin deine Hauptfreundin, ne? Ja, du bist meine Hauptfreundin, ja. Ganz toll, echt. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ehrlich nicht. Ja, irgendwann kommt der Moment und heute ist es soweit. Du bist ja echt der Coole, ne? Zu Hause bist du immer schön, der liebe Schleimi, ne? Ich liebe dich hier, ich liebe dich da und ich will dich heiraten und hier musst du erstmal einen Coolen raushängen lassen, ne? Erstmal aller Welt beweisen, wie cool du bist. Na, ich bin gar nicht cool, ich bin ganz normal. Ja, ganz normal. Deswegen hast du auch 3 Freundinnen. Ich wollte dich halt wirklich kennenlernen und wirklich so mit dir leben wie später auch. Und bin ich einmal rausfinden, ob du auch die Richtige bist. Ja, das ist schön, einmal rausfinden, ne? Das kann man mit 3 Leuten, ja? Ja, ich kann das nur rausfinden, wenn wir eine richtige Beziehung eingehen. Wenn ich dich so kennenlerne als Freundin, dann geht das nicht. Ja, aber ich hab da keinen Bock drauf. Wieso nicht? Ja. Du meinst, ich mach das nicht, oder was? Du hast also geglaubt, die richtige, die einzige, die wahre Freundin. Ja, er schwärmt mir die ganze Zeit einen vor. Und gleich, wenn wir zu Hause sind, möchte ich nicht wissen, was dann abgeht. Heute ist der Tag. Klar. Was ist der Trennungsgrund jetzt für dich? Ja,
Meinst du, ich mach das mit? Wer ist denn so dämlich? Ja, dann hast du mich auch nicht richtig lieb. Warst du mit dem im Bett? Ja, warst du? Da, wenn ich daran denke, könnte ich kotzen, ey. Echt, könnte ich kotzen. Lass uns über alles mal reden und dann, ja, wir treffen uns alle drei zusammen. Oh okay. Ja, das gibt ja Spaß. Alle drei zusammen. Alle drei zusammen treffen, meint er. Gute Idee, ne? Alle vier. Alle vier. Alle. Kommen noch ein paar? Ja, ich. Es ist heute eine Freundin noch von ihm da, das ist ja die schön. Aber gar nichts weiß. Also von dir nicht und von den anderen auch nicht. Herzlich willkommen, Nadja. Du bist der Coole hier, ne? Hör mal, beruhig. Hör mal, was ziehst du hier eigentlich für eine Show ab? Ja, dann bleib mal locker. Drei Stück hast du am Laufen? Komm mal, sag mal, wer bist du eigentlich? Komm mal down on the carpet wieder hier, ja? Sag mal, sind wir hier, hast du ein Harem oder was? Wie Harem? Was? Du verstehst die ganze Sache gar nicht. Ich verstehe die ganze Sache. Sag mal, ist das normal oder was? Ja, guck mal, du hast mir auch erzählt. Was hast du mir erzählt, wie viel du schon, ja? Sag mir doch mal was dazu. Sag mir doch mal was dazu, was dir eigentlich einfällt dazu, ne? Gar nichts fällt mir ein dazu. Ja. Das ist einfach, das mache ich einfach. Du hast auch ein IQ von der Schallbrot, ne? Du bist es, Baby, ehrlich. Ja. Nee, du bist es. Nee. Hör mal, kommst hier und sagst, ey, ich bin's, ne? Ich bin cool. Ja, und was bist du? Ich bin ein Mann. Vergiss. Nein, pass auf, wenn ich die einmal rausbiege aus der ganzen Menge, dann kann sie stolz sein. Irgendwie bist du, ist das ein bisschen blöd von dir, dass du überhaupt hergekommen bist. Warte mal, spiel doch. Nein. Adrian. Ich meine, du hättest dein Spiel einfach weiterspielen müssen. Die ausgenutzt und das wert. Birgit hat ein Problem. Und das Problem heißt Rolf. Der ist nämlich so eifersüchtig wie die Hölle. Rolf kontrolliert ihre Unterwäsche, ihr Handy und beobachtet mit dem Fernglas ihr Schlafzimmer. Und das nervt sie so dermaßen, dass sie sich erstmal im Swingerclub richtig austoben musste. Wenn man Eifersucht neu erfinden könnte, Rolf auf zwei Beinen reicht. Was genau macht er, wenn er eifersüchtig wird? Oh, wo fangen wir denn da an? Rolf kontrolliert Unterwäsche. Rolf zählt Toilettenblättchen ab. Erzählt was, bitte? Toilettenpapier. Wie erzählt Toilettenpapier ab? Ja, dann kommt man da mit dem roten Edding, markiert da eine Stelle an der Rolle und wenn da mehr als von der Rolle über diesen Punkt abgefahren ist, dann, weiß ich nicht, dann habe ich schon wieder ein Verhältnis gehabt. Wie bitte? Was genau kontrolliert er? Bin ich jetzt so doof? Also, nein, ich denke ich mir bin so mal unschuldig in meinem Kopf. Auf Körperflüssigkeiten, ich sage es so, wie es ist. Ach so. Zu deinen Vorwürfen, dass ich dich kontrolliere, ist alles richtig. Nur du weißt ganz genau, dass ich mehrere Punkte habe, wo der Verdacht sich bestätigt. Was denn? Wann denn? Und zwar einmal die Kontrollen, die ich da gemacht habe, was ich dachte mit dem Abkleben von Türrahmen oder mit den simplen Zahnstochern. Teilweise waren die Sachen eben halt nicht mehr an der Stelle, wo ich sie platziert habe. Des Weiteren hat sie in dem Handy, weil ich mal einmal in nur drei Jahren in die Hand bekommen habe, habe ich festgestellt, dass dort 12 Telefonnummern abgespeichert waren. 12 Telefonnummern? Jawohl, und alle von männlichen Kollegen. Die habe ich dann kontrolliert, habe sie darauf befragt. Und da meintest du, ja, das wären nur alte Bekannte. Und, was waren's? Immer noch alte Bekannte. Aber da ich sie wieder haben wollte, habe ich mich dort postiert und habe den Herrn aus der Wohnung rein und rauskommen sehen und auch in dem Bett. Da wie ich auch im mächtig... Bett? Bist du in die Wohnung reingegangen? Nee, ich bin nicht in die Wohnung reingegangen. Woher weißt du denn, dass er im Bett war? Gegenüber ist die Möglichkeit, dass man Einblick nehmen kann in die Wohnung. Da kommen wir zum Fernglas. Fernglas? 100%. Du hast gespannert. Ich habe gespannert. Rolf, du bist ein Spanner. Du bist ein Stalker. Ich bin ein Jahr lang, bin ich nicht bis zum Mülleimer gegangen. Ein Jahr lang wusste gar noch nicht mal jemand aus der Nachbarschaft, dass ich existiere. Es sei denn, ich bin mit dir losgegangen. Und dann werde ich mit der Nase immer auf diesen Nachbarn drauf zugestellt. Guck ihn dir mal an, ist doch genau dein Typ. Gefällt er dir nicht? Boah, das wäre doch was für dich. Ja, sage mal, irgendwann raffst du es noch. Hast du denn in den drei Jahren mal Sex mit anderen Männern gehabt? Ja, sicher. Ich war im Swingerclub in den 14 Tagen. Musste mich doch mal irgendwo voll austoben. In Berlin ist immer was los. Jedenfalls zwischen Silvia und Karin, der Mutter von Karins Freund Bernd.
Deine Kinder sagen zu dir, du dicke, fette Sau, verpiss dich mal. Und du? Du bist wie ein Hühnchen, das läufig ist. Und Bernd? Ach, der weiß schon nicht mehr, wo ihm der Sack hängt. Deine Lügen, die gehen wir bis hierher. Ach, bist du sicher? Du bist die größte Lügnerin. Du bist doch die größte Lügnerin, nee, die überhaupt rumläuft. Nee. In ganz Berlin, du pass mal ganz auf Spandau, mir kennt deine Lügen und deine Trügen. Du erzählst über, alles und jeden. Pass mal auf. Kann ich wenigstens mal bei dir reden? Du hast mir etliche MNS geschickt. SMS. Und ich habe mir unter anderem eine geschrieben, dass meine Meinung ist, dass du die schlechteste Lügnerin bist. Lügnerin, Lügnerin. Lügner. Wie schaut es damit deine aus, Kinder, dass du... Deine Kinder, nicht mal Respekt, die sagen zu dir, du dicke, fette Sau, verpiss dich mal. Was hast du gesagt mit deinen Nein, Kindern? Nein, das sagen deine nee Kinder. Was hätte sie denn für einen Grund, das jetzt plötzlich zu erzählen? Kannst du dir das erklären? Ja, weil sie wahrscheinlich eifersüchtig ist. Dass auf ich was? Mich gut mit meinem Sohn verstehe oder irgendwie. Darum stecke ich dir wirklich alles in den Arsch. Was? Du kleine blöde Schnäpfe, jetzt werd ich ein bisschen sauer. Stopp, wer Silvia. Hat jetzt, nein, wer nein, hat den stopp, stopp, hörst stopp, du mal stopp, ganz Silvia, kurz auf, jetzt rede stopp, ich mal ganz stopp, kurz. Stopp, stopp, Silvia. Punkt 1. Ich bin hier der Moderator und ich bin der Wortführer. Gut. So, ist das. Punkt 2 ist, es gibt keine Beleidigung, auch nicht von dir, in okay meinem Studio, denn hier habe ich das Hausrecht. Darf ich mal sagen? Ja, bitte. Ich habe so die Schnauze voll von euch beiden, jedes Mal in dieser scheiß Mitte zu sitzen oder zu stehen. Deine Lügen, die du erzählst, ich könnte die kratzen. Warum hast du denn das Gefühl, sie sei eine schlechte Mutter, Silvia? Wie sie ihre Kinder behandelt. Wie behandelt sie die denn? Sie ist nur am Schreien. Man fragt sie was und sie ist nur am Schreien. Sie kann einfach... Ich hab's mitgekriegt, er wollte mit ihr reden, ganz vernünftig. Ja, hier, die ganze hier, Zeit hier, hier, wie hier, so ein Hühnchen, hier, was läufig ist. Fast am Mandela Eckhase. Ich denke, er hat dir gesagt, er hat keine Freunde. Wir haben doch noch... Du hast mir doch noch gesagt, er hat... Er hat dich doch nicht als Freundin und Freundin vorgestellt. So, erstmal zu dir. Ich glaube, du hast dich nicht irgendwo einzumischen zwischen mir und Bernd. So, und du hast nirgendwo irgendjemanden aufzuhetzen. Wusstest du, dass er eigentlich lieber noch Silvia gerne hätte? Nee. Ich hab's dir gesagt. Nee, das hast du nicht gesagt, mein Lieber. Na gut, du warst alle Geist. Und ich sage mal, nicht ohne Grund hast du mir so einen dicken, fetten Knutschweck verpasst, mein Lieber. Und hast gesagt, du möchtest mit mir zusammenbleiben. Na? Du solltest sehr vorsichtig sein, mein Freundchen. Und das kann Dominik, ich dir auch gerne hier zeigen. Dominik, zeig mal das Beweisstück. Oh, oh, oh. Möchtest du denn jetzt Dominik gegenüber auch mal ehrlich sagen, was jetzt Sache ist? Wollte ich eigentlich auch, ja. Dann schieß mal los. Also, Dominik, du warst eine ganz gute Partnerin eigentlich für die eine Woche. Und du hast mir sehr gut zugehört. Und du müsstest dich schämen, also. Du müsstest dich schämen. Ausdutzen, nein. Na doch, im Endeffekt ist es das. Ja, aber... Und dann tust du bei meinen Kindern auch noch so scheinheilig. Weißt du, das ist das größte Arsch, was ich überhaupt kenne. Genau. Ja, wegen etwas. Ja, aber das ist bei einer Dominik, wollt ihr beiden das denn? Nee. Nochmal... Auf Karin vielleicht ein Schrittchen zu. Müsste Menge kommen, müssten sich alle beteiligen. Du, alle beteiligen. Erstmal meine Liebe wieder arbeiten, mein meine Fräulein. Liebe will ich gar nicht, aber überlege mal, wenn ich das dein Enkelkind am Herzen trage. Das ist nicht mein Enkelkind, der weiß, ob das überhaupt ein Kind von meinem Sohn ist. Und weiter geht's in der Prollhauptstadt. René hat Weiber mit nach Hause genommen, keift Susanne. Nur damit die nicht auf der Straße schlafen müssen. Wie nett. Und was hat Susanne gemacht, René? Nackt neben meinem Kumpel Olli im Bett geschlafen. Ja, immer gut, was los in Berlin? Susanne, aber wieso liegst du denn nackt mit einem Kumpel von deinem Freund im Bett? Nackt wart ja nicht, das ist es ja. Das war angezogen, nebeneinander angezogen. Das war nicht nackt, Alter. Und wenn du mir jetzt erzählen willst, dass Olli der Vater von ihm ist, dann fass dir mal jetzt richtig an Kopf, verstehst du? Weil wann habe ich nur Olli kennengelernt? Als Olli, ja, da war der Kleine schon 2 Monate alt. Da kann er ja wohl... Nein. Oh. War nicht. Ey, du kannst wohl Lügen erzählen. Was anderes hast du nicht nötig. An deiner Stelle würde ich mich schämen, mich hier hinzustellen, Alter. Wirklich, so ein Lackaffe wie du. 4 Jahre nicht kümmern, nicht zahlen. Ja, wie kann ich ihn zahlen, wenn ich Arbeitslosengeld kriege? Wieso entstehen oder sind so viele Gerüchte entstanden, dass du mit vielen anderen Männern Verkehr hattest, dass du dir ein Kind einfach angelacht hast und so weiter und so fort? Woher kommt das? Ich weiß es nicht, woher er kommt. Der hat mir mal eine Blaue vom Himmel damals gelogen. Ich lieb dich über alles, will dich heiraten, bist mein Ein und alles, bla bla bla. Wie ist es denn dann auseinandergegangen? Na, wie gesagt, weil er hat mich ja öfters betrogen. Du hast sie, wie gesagt, mich selber mit nach Hause genommen, nur damit sie nicht auf der Straße schlafen müssen, weil sie ja besoffen nicht mehr nach Hause fahren können. Und dann, ne? Nö, stimmt doch gar nicht. Und dann müssen wir die Eltern erstmal knallen. Na ja, klar stimmt das. Stimmt ey, verstehst du, wenn ich jeden hier gekonnt hätte, hätte ich sie hier mit hergebracht. Und die hätte mir das bestätigt, dass sie mit dir in der Kiste war. Als ich im 2. Monat schwanger war, mein lieber Freund, Alter. Katrin, meine beste Freundin. Deine beste Freundin hat mit deinem... Da bist du ja wohl mit den anderen auch aus Berlin fremd hier. Du bist als erster fremd hier. Mit wem aus Berlin? Da besiegt doch nicht da. Das waren Katrin ihre Bekanntschaft. Da hatten die in Berlin dann schon gewohnt. Im Schirr, oder was? Also Moment mal, ihr habt euch also beide betrogen während der Beziehung, oder wie?
fremd geknutscht habe ich, wenn mehr nicht. Und das weiß ich hundertprozentig. Und der Kleine ist hundertprozentig von ihm. Wir haben getestet. Das Humatrix-Labor kommt zu folgendem Ergebnis bei dem Test von René und Philipp. Die Analyse des übersandten genetischen Materials und die wissenschaftliche Auswertung ergibt den Berechnungen zufolge eine Vaterschaftswahrscheinlichkeit von 99,999%. Herrje, wie aufreizend diese Frau tanzt. Aber warum macht Miguel bei so einem Balztanz immer gleich so topgeil mit? Weil das sein Beruf ist, Go-Go-Tänzer. Und wenn er tanzt, ist seine Freundin Peggy eifersüchtig. Recht hat sie, denn ist Tanzen nicht so eine Art Geschlechtsverkehr im Stehen? Hier? Das ist ein bisschen lächerlich. Bin ich so scheiße von dir? Du weißt doch genau, dass ich mit ihm zusammen bin. Musst du da nicht hier so einen Auftritt hinlegen oder was? Was mit dir? Ich hab doch nur mit der getanzt. Das ist egal. Das ist doch meine Sache. Was soll das? Genau. Hey. Warum legst du dich denn auf? Warte mal ruhig. Ich hab doch nur mit der getanzt. Hab ich mit der jetzt Sexszene gemacht? Hallo, das ist doch sein Beruf. Also für Elfro war das schon ziemlich heiß. Wir sind aber das, was er hier macht, ist nicht dein Beruf. Das ist zum Beispiel, was ich vorhin gemeint habe. Wenn ich tanze, sie ist einfach, jetzt zeigt sie zu mir. Ich bin nicht einfach, aber jetzt erstmal, wenn Beweis. Du auf einer Bühne tanzt, so, wenn du Gurke tanzen gehst als dein Beruf, dann weiß ich, dass sich Frauen angucken. Das ist mir auch klar, da bin ich auch nicht einfach. Aber das war eben nicht dein Beruf, okay? Hallo, du kannst uns als mein Tanzpartner. Lass mich mal, ganz kurz dazwischen gehen, Despina. Ja. War das für euch jetzt hier, wie ihr so sitzt, wie ihr ja keine Gurke-Tänzer seid, war das jetzt ein normales Tänzchen? Nee. Ich weiß nicht, der hat irgendwie ein bisschen wie ein Rolli gehauen, wie die Leute angesprungen hier. Stefan sitzt in der Patsche. Seine Freundin Claudia hat ihm einen Heiratsantrag gemacht. Und nun besteht sie darauf, dass auch geheiratet wird. Nur, fragt Sonja Stefan, liebst du Claudia auch? Nö, eigentlich mag Stefan Claudia nur. Aber mögen tut er ja auch ein schönes Kotelett. Liebst du sie noch? Mögen, würde ich sagen. Weiß sie das, dass du sie eigentlich nur noch magst? Ich mag auch meine paar Stiefel. Ja, ich mag auch ein schönes Kotelett. Ein schönes Kotelett, ja. Hast du gerade gehört, was er gesagt hat? Ja. Er mag dich, aber er mag auch ein schönes Kotelett. Wenn er mich mal magen würde, wenn er das mal bezeichnen würde, magen und lieben, das ist ja zweierlei Schuh. Du meinst, das Kotelett nimmt er, bevorzugt er doch eher. Ja. Jetzt hattest du ihm ja einen Heiratsantrag gemacht. Ja. Bestehst du auch darauf, dass ihr noch heiratet? Ja. Wisst ihr, was ich über ihn denke? Was denkst du über ihn? Weil er mich schlecht macht, kann man so sagen. Er lässt sich von anderen Frauen anbaggern, was mich tierisch auf den Nerv geht. Ja, ja, guck nur mal an. Wir waren letztes Mal Blutspenden. Da war ich dabei. Da kommt ein Weib raus von der Toilette, geht an meinen Kerl ran und sagt auf einmal Hallo zu ihm. Hallo, mein Schatz. Ich bin auf die Karawane gegangen und er hat es auch noch ernst genommen. Er hat auch nicht mal gesagt, halt, stopp, mein Mädchen. Da hinten sitzt meine Verlobte. Kannst du das sein lassen? Aber das tut er nicht. Er tut nicht mal die Schnauze aufmachen. Und das ist das, was ich karamäßig auf den Sack gehe. Dir geht es auf den Sack? Ja. Ja. Und ich werde zu Hause als Arschloch und sonst was bezeichnen. Wieso? Warum auch wohl? Weil du dich von den Weibern anmachen lässt. Du kannst das auch nicht mal sagen, auch zu deinen Kumpels. Wann gehst du mit mir auch mal weg? Ich habe die oft genug mitgenommen. Ach ja, aber wenn ich zu dir mal sage, geh mit mir mal ins Kino oder wir gehen mal essen oder wir gehen mal schwimmen. Nein, dann bezeugst du doch eher deine Freunde und deine anderen Weiber. Ja, ich hänge nicht nur dauernd bei Weibern rum, ne? Ach nee, was war denn die Anrufe, was du kriegst und im Dings? Sag mal bloß ruhig, Junge. Und die Anrufe kriegst du aber auch. Ja, ich habe aber nicht die Kumpels, was du hast. Ich habe aber keine Saufkumpels. Was hat das mit Saufen zu tun? Ja, weil du auch saufen kannst mit denen Leuten. Weil du erstmal Saufkumpels hast, die mir auf den Karren gehen, die sitzen da bleiben, die haben Sitzfleisch, die auch mal nachts nicht gehen. Die brauchen erstmal die Kiste Bier und den ganzen Schluck aussaufen. Ja und? Dann ist sie leer. Ja, weil du auch tanzt mit denen Leuten. Weil du erstmal Saufkumpels hast, die mir auf den Karren gehen, die sitzen da bleiben, die haben Sitzfleisch, die auch mal nachts nicht gehen. Die brauchen erstmal die Kiste Bier und den ganzen Schluck aussaufen. Ja und? Dann ist sie leer. Wenn du mir mal zeigen würdest, dass du mich lieben würdest, würde ich mich auch ganz anders ändern. Wie bist du denn auch?
Ja, Moment mal. Stopp, Hilfe, halt. Er sagt ja, er liebt dich gar nicht. Wo denn? Ja, eben nicht. Wo denn? Dann soll er mir es doch mal zeigen. Dass er nimmt mich nicht mal in den Arm oder er bringt mir nicht mal einen Strauß Blumen oder was. Nein, aber Moment. Er sagt, das muss doch nicht sehen. Nein, aber das ist es ja. Das ist ja das Problem. Er liebt dich nicht. Er soll mir doch mal beweisen. Dass er dich nicht liebt. Ja, dass er mich liebt. Ja, hat er gesagt, er liebt dich nicht. Dann soll er mir beweisen, wen er liebt. Wen liebst du denn? Ja, sie selber. Und nun kommen zwei, die schon verheiratet sind. Und das ist einfach super. Manfred liegt bis morgens um eins im Bett und wenn er abends besoffen nach Hause kommt, lässt Hannelore ihn in seiner eigenen Kotze liegen. Aber bei dem Dreck im Haushalt fällt das ja gar nicht weiter auf. Was sagst du denn zu den Vorwürfen von Manfred? Der spinnt. Der hat eine totale Macke. Ich war mal so, ja, das stimmt. Bevor unser Sohn geboren worden ist. Danach nicht mehr. Also ich habe mich wirklich gebessert. Also er sitzt nämlich jetzt die meiste Zeit zu Hause und tut gar nichts. Jetzt ist er nämlich an der Reihe, der die Sachen rumschmeißt und ich muss hinterher schleppen. Das sind die letzten 2 Wochen, mein lieber Schatz. Die letzten 3 Wochen. Da räumt man auf, dann geht der Kleinere hin und räumt wieder alles aus. Spielt mit den Töpfen, spielt mit dem Essen, schmeißt mit Mehl durch die Gegend. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Ich kann es ja nicht liegen lassen. Wegräumen muss ich. Da komme ich ja nicht dran rum. Er liegt dann morgens bis 1 Uhr im Bett. Und meint, er müsste Fernsehen gucken. Meiner Meinung nach heißt es, die Frau gehört in den Haushalt und dann kocht er. Am besten noch eine Kette um den Fuß, damit sie nicht wegrennen kann. Das sind deine Sprüche. Wenn ich in meine Kneipe gehen würde, aus mit dir Karnevalszinssatz, ist bei mir Kneipe Seltenheit. Sehr Seltenheit. Ja, wie war's mit dem Verein? Wer war da zu Hause? Wer hat auf die Kinder aufgepasst? Wer ist auf Jürgen gegangen? Interessiert mich. Wer ist besoffen nach Hause gekommen? Muss deine Kotze fegen? Ich. Hannelore. Das bringt das Hannelore mal mit. Bis auf einmal darf ich dich in deiner eigenen Kotze liegen lassen. Das war's aber auch selbst schuld. Hannelore ist schlampig. Schauen Sie und staunen Sie selbst. Ja, wann ist denn der Film gedreht worden? Also das ist nicht schon was länger her. Das ist noch nicht so lange her. Aber also, hier mich da hinzusetzen vor 2 Wochen. Den Mund aufzureißen, steht nicht schämen, ehrlich. Der Film ist vor knapp 2 Wochen gedreht worden. Es war bei euch zu Hause, bei euch sah es vor knapp 2 Wochen so aus. Richtig, Hannelore? Das stimmte, ja. Ich habe es eben gesehen, für mich sieht es aus wie im Schweinestall. Und nun kommt ein Mann, von dem schlampige Hausfrauen wie Hannelore träumen. Ralf, der Nacktputzer. Der mit dem Staubwedel tanzt. Aber leider auch ganz offensichtlich nicht alle Tassen im Schrank hat. Ob Rolf neben dem Hosenknopf wohl auch noch den Staubsauger findet? Erwartet ihr irgendwas von mir? Oder soll ich meine Schuhe ausziehen oder so? Das kann ich ja machen. Hauptsache, ihr passt gut auf drauf. Noch irgendwas? Dann machen wir es gleich noch hier. Aber hier erstmal ein bisschen sauber. Peinlich! Wo kommt das so
jetzt versuche ich das. Aber noch ein bisschen mehr. Oder so ähnlich. So. Ralf, für die nächste Zeit. Den Platz, Ralf. Tut mir leid, aber wenn ich dich sehe, da putze ich lieber alleine meine Wohnung. Oh, wieso denn das? Manfred hat ein Problem. Der ganze Scheiß ist alles scheiße. Genau. Monika weiß nämlich, dass er mit Katharina in einem Zimmer geschlafen hat. Sie im Bett, er auf der Couch. Angeblich. Und da soll nichts gelaufen sein? Ja, was soll denn da gelaufen sein? Ja, was denn? Das Übliche etwa? Der ganze Scheiß ist alles scheiße. Das ist bloß Freundschaft. Das wollte ich nur sagen. Ja, und das möchte ich gerne von dir wissen, weil ich bin dann langsam deine Lügerei satt und deswegen habe ich mich auch an Britt gewandt, weil Britt meine letzte Hoffnung ist, zu endlich die Wahrheit zu erfahren, was du für ein Schindluder da hinter meinem Rücken treibst. Er hat sogar mit Katharina in einem Zimmer geschlafen, sie im Bett, er auf der Couch angeblich. Und da soll nichts gelaufen sein. Was soll da gelaufen sein? Das will ich beweisen. Ich will die Fakten auf den Tisch. Da ist nichts gewesen. Du hast mich lang genug belogen. Schon alleine mit deinem Alkoholproblem, wo du sagtest, du hast kein Alkoholproblem mehr. Du bist trocken. Ich hab ganz gut im Griff. Ja, ich habe dir oft genug geholfen. Wenn ich mir trinke, dann trinke ich mir ein Bier. Frage ich dich nicht nach. Und ich habe dir oft genug geholfen. In jeglicher Beziehung habe ich dir geholfen. Ich habe immer zu dir gestanden. Ich auch zu dir. Ja, da habe ich auch nicht viel von gemerkt. Ich stehe immer noch zu dir. Da habe ich nicht viel von gemerkt, dass du zu mir gestanden hast. Aber ich konnte das einfach nur an, dass ich ewig nur angenörgelt würde. Ja, und du, ja, schön. Und ewig schon der Stress in der Bude. Ja, dann sag doch einfach, was da gelaufen ist. Ist doch gut, dann hätte ich nicht herkommen brauchen. Bei uns ist längere Zeit nichts mehr gelaufen, weil er mich ständig belogen hat. Aber als Mann 1,5 Jahre sexfreie Zone zu haben und dann mit einer 17-Jährigen in einem Bett zu liegen, kriegt man dann nicht so kurz mal so? Nee. Nein. Gar nicht? Nein. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. So. Ach so. Guck mich mal an. Hast du mit einer anderen geschlafen? Nein. Mit Katharina? Nein. Mit irgendeiner anderen? Nein. Guck mich doch mal an dabei. Nein, hab ich nicht. Okay. Ich hab keine Ahnung, aber lügt. Hast du während deiner Ehe mit Monika Sex mit einer anderen Frau gehabt? Mit irgendeiner anderen Frau? Geantwortet hast du auch hier mit Nein. Ich nicht. Also wirklich? Du ziehst ihn hier vor uns alle aus und, ja. Danny ist genervt. Sein Freund Marco hat schon ein Kind, kümmert sich aber nicht drum. Nun bekommt Marcos neue Freundin Nicole auch noch ein Kind. Aber Marco hängt nur auf der Piste herum, schimpft Danny. Übernimm endlich mal Verantwortung, Marco. Was soll ich übernehmen? Ja, das stimmt doch. Ständig hat das Telefon geklingelt. Ständig. Ja, komm, ich liebe dich und dies und das alles. Ich habe mich ständig überlegt. Ja, aber dann durfte sie keine Kinder anschaffen. Überleg mal ein bisschen. Mann, du hast doch gar kein Vertrauen. Dein Kind siehst du auch nicht, was mit Schastin was erzählt. Du hast selber kein Vertrauen. Warum von zu Hause ab? Warum sperrst du ihr denn ein? Die kann ich doch auch. Die schickt doch ihre Freunde hinterher. Ja, du schickst uns deine Kompetenz. Beobachtung. Ich hab keine Nadine und mit die Blondine am Kindergarten nicht dann haben. Naja, dass die auch hinterher Was triffst du dich denn mit den Mädels? Der ruft gleich bei dir an. Ihr drei, lasst uns mal der Reihe nachgehen. Marco, du sollst deine Freundin, die Nicole... Sie weiß aber, wie ich bin. Ja, aggressiv. Gegen Frauen. Ja, aber ich lass meine Bube woanders aus. Du hast aber schon mal eine Partnerin, mit der hast du ein Kind. Und das kümmerst du dir auch nicht. Und du wirst dich mit dem Kind nachher auch nicht drum kümmern. Nein, komm her. Wenn ich dir Deutsch an die Boden hätte, hätte ich mir schon längst mal in den Schlag. Ja, habe ich das gemacht? Nein, hast du nicht. Aber du bist ja noch schlimmer. Du sagst ja, alte Hure, Schlampe. Hure ist noch nie so. Das Kind ist nicht von mir. Wir machen Vaterschaftstests. Marco, hast du wirklich da Bedenken, dass das Kind von dir ist? 50 zu 50. Ja, siehst du? Du hast ja kein Vertrauen. Guck mal, Nicole fällt fast vom Stuhl. Nicole, hörst du das zum ersten Mal, dass er dir so wenig vertraut? Ja, hast du denn da irgendwelche Indizien? Hast du das Gefühl, sie geht dir fremd oder wie kommst du da drauf? Ja. Mit wem denn? Wenn sie den ganzen Tag zu Hause ist, die wird doch eingesperrt von dir. Ja, nicht. Du gehst. Die doch zu ihrer Freundin, du weißt nicht, was da los ist. Komm, du verlässt um 15 Uhr das Haus. Früh um 8 Uhr kommst du nach Hause, besoffen. Dann bist du von ihr also, Sex. Danny, warte mal ganz kurz. Klar, wenn sie ablacht. Wolltest du denn ein Kind mit ihr, mit der Nicole? Ja, ich wollte ein Kind, ja. Und warum, jetzt wo sie schwanger ist, zweifelst du das an? Das verstehe ich nicht. Ja, weil so schon mal eine SMS von einem anderen Kerl gekriegt hat. Ja. Wann denn? Ja, das möchte ich mal wissen, wann. Du weißt es nicht, aber ich weiß es. Ja, das hättest du aber uns erzählt. Und was stand da drin, Marco?
Na, wisst ihr gar nicht mehr heute, aber da war Hinz hat eine SMS. Ja, siehst du. Denk mal an deine SMS, Alter. Hallo, Hasi. Ich möchte mal ganz kurz mein Publikum nachfragen. Treffen wir uns am Bahnhof? Dennis? Ja, du bist ständig durchgefahren nach Brandenburg. Ihr drei, ich möchte mal ganz kurz zu meinem Publikum nachfragen. Immer nur die Mädels im Kopf hattest. Und deine Frau saß zu Hause, ganz alleine. Dennis! Marco! Dennis! Du musst dich schämen, müsstest dir. Wie wird das denn eigentlich, wenn das Kind dann da ist? Bist du dann auch ständig auf Piste? Sie darf sich dann um alles kümmern? Du bist unterwegs? Ja, komm, Jo. Das glaube ich nicht. Glaubst du nicht, Nicole? Nee. Wenn er jetzt schon weg ist, dann ist er... Danach auch der kümmert sich ja nicht mal um sein anderes Kind. Na klar, der hole ich nicht. Der hole ich alle 14 Tage weg. Kann das vergessen. Weg das nur für 3 alle Stunden. Alle 4 Wochen. Wohnen Sie das auch nicht? Alle 4 Wochen vielleicht, aber nicht alle 14 Tage. Seitdem ich bei dir wohne, habe ich Justin 5-mal gesehen. Ja, komm, 5-mal, seitdem ich bei dir wohne. Ja, wenn sie mir eine SMS schreibt, heute kannst du nicht mehr holen. Nicole und Marco, du machst doch auch, weil ich ständig mit deinen Kumpels unterwegs bin und mit deinen Tussis da. Wenn sie mir die SMS schreibt, dann kann ich deine Kumpels eine Freizeit machen. Danny, Nicole und Marco. Hallo, Marco, Danny. Wie läuft das eigentlich? Bei euch im Bett. Läuft da noch was? Auch auf nicht. Deutsch gesagt. Auch nicht. Das ist mal 2 Minuten und ich hab. Na, oh, nein, nicht so direkt. Das ist die Wahrheit. Das war der 2-Minuten-Piece. Ich hab keinen Bock mehr. Na, weil ich keinen Bock habe. Weil er dir woanders schon besorgt hat. Ja. So sieht's mich ja aus. Interessierst du dich sexuell für andere Frauen? Nein. Logen. Oh, Alter, bist du ein verlogenes Stück Scheiße, ey. Na, warte mal. Oh, ist Nicole warte. Deine Traumfrau? Ja. Ebenfalls gelogen. Ach du Scheiße, ey. Marco. Hast du noch was dazu zu sagen? Nö. Nee, du liebst, wie du das Maul aufmachst, weißt du? Du ekelst mich richtig an. War richtig. Na, du vertraust mir auch nicht mehr. Wie soll ich mir vertrauen, wenn du mit anderen Weibern herhurst? Sag mir das mal. Ich bin doch noch nicht fremd, ja. Noch? Das werden wir ja sehen. Er hat gerade gesagt, ich bin dir noch nicht fremd gegangen. Ja, hast du während deiner Beziehung mit Nicole eine andere Frau geküsst? Nein. Nein. Zu 100% nein. Das weiß ich. Nein. Nein. Was ist dein Gefühl? Ich glaube die nicht. Nein, sagt er. Wir checken, dass nein ist. Gelogen. Also, Danny, tut mir leid, nee. Das ist mir ein bisschen zu viel. Gibt's dazu noch was zu sagen? Stimmt Marco? Aber nicht. Wie? Ach, stimmt aber auf. Nicht. Der wird ja kaum lügen, war. Sonst würde er an den Lügendetektor heißen. Waltraud hat ein echt schweres Schicksal. Ihre Mutter hat ihren Vater gehasst, ihr Vater hat sie gehasst und dann Waltraud ihren kleinen Sohn weggenommen und zur Adoption freigegeben. Das war vor 33 Jahren. Und nun hat Britt eine Überraschung für Waltraud und der Rest ist Rührung. Ich suche meinen Sohn seit 33 Jahren. Mhm. Wo ist der? Der ist adoptiert von früher. Mhm. Als mit 4 Monaten ist er weggekommen. Also man hat ihn mir weggenommen. Warum wurde er dir weggenommen damals? Ich war ein Heimkind und damals waren die Heime also noch ganz anders als heute, also im geschlossenen Heim war ich. Wer genau hat das veranlasst, dass dir dein Kind damals weggenommen wurde? Mein Erzeuger. Dein Vater. Erzeuger. Ja. Okay, ich sehe es ein, da kann man Abgrenzungen vornehmen. Wieso hat er das getan? Ich war für ihn keine Tochter. Ich war einfach, ja, ich denke, er hat also seinen Hass von seiner Frau meiner Mutter auf mich übertragen. Und das habe ich ihm zu spüren gekriegt, mein ganzes Leben. Glaubst du, dass dein Vater dir damals einfach nur schaden wollte damit, dass er dir dein eigenes Kind weggenommen hat? Ja, er wollte mir eigentlich das ganze Leben lang schaden, ja. Ich möchte nur wissen, was genau passiert ist. Also ich probiere mir gerade vorzustellen, wie das vonstatten geht. Also da klopft jemand an die Tür und sagt so, wir nehmen jetzt das Kind weg oder wie läuft das? Also mein Erzeuger kam da in das Heim, besprach mit der Leiterin irgendwas und als sie dann wieder weg waren, sagte die Leiterin, also nächste Woche fährst du für 8 Tage nach Hause, was ich ja im ganzen Leben noch nicht durfte. Und da fragte ich mit meinem Sohn. Und sagte sie nein. Und da sagte sie nein. Oh, ganz übel. Ich kann mir den Rest schon denken. Und du kamst wieder, das Kind war weg. Nach einer Woche kam ich zurück und das Kind war weg. Hast du eine Ahnung, wo er jetzt gerade sein könnte?
Also er lebt in Schweden. Er lebt in Schweden. Ja, ich weiß nicht, ob die Schweden das auch sehen, hallo, aber trotzdem kannst du es mal probieren. Mach mal einfach einen Aufruf, vielleicht hört er das ja oder vielleicht hört irgendjemand das, der ihn kennt. Sag mal kurz seinen vollen Namen, beschreib ihn kurz, nimm die Kamera. Also Henning, heute heißt du ja Christer. Es fällt mir zwar schwer, den Namen zu sagen, weil ich habe dich Henning getauft. Sollte dich jemand kennen und sehen oder du mich vielleicht selbst, dann wäre es ganz toll, wenn du in Deutschland Sat.1 anrufen würdest. Bei uns in der Redaktion, die Redaktion Brit, wir würden das natürlich alles weiterleiten. Unterdessen möchte ich jetzt mal meinen nächsten Gast reinholen. Und ich glaube, derjenige brennt darauf, reinzukommen, scharrt sozusagen mit den Hufen. Und ja, ich freue mich sehr drauf. Begrüßt ganz herzlich mit mir Per Christa Henning. Hallo. Helge hat Mist gebaut. Seine Frau Conny hat ihn mit Connys Schwester Melanie unter der Dusche erwischt. Bei feuchten Spielen. Aber es ist doch nur einmal passiert, beteuert Helge. Ja, für wie blöd willst du mich denn verkaufen, schreit Conny. Die Antwort ist, für ziemlich blöd. Ich habe eine Verabredung mit meiner Schwester, nee, mit meiner Freundin gehabt. Aha. Hab die dann abgesagt, weil ihr ging es dann auch nicht so gut. Bin dann nach Hause gekommen. Hab dann gehört, so die Dusche, die läuft so und wollte meinen Süßen eigentlich überraschen und pell mich dann halt auch schon so langsam aus und mach dann die Tür vom Badezimmer auf und sehe ihm dann, wie er mit meiner Schwester Sex hat. Conny, es ist einmal passiert. Komm. Verzeih mir noch einmal, das ist nur einmal was passiert. Willst du ich mir gebe denn dir jetzt mein erzählen, Wort. Ey? Na, was soll ich dir denn da erzählen? Das ist doch komischerweise. Guck mal, hier, jetzt seitdem das passiert ist, gehe ich mal 5 Minuten aus dem Haus, will ich mir meine Zigaretten holen. So, und komm nach 5 Minuten nicht nach Hause gleich. Dann ist gleich Theater. 5 Minuten? Oder wenn du ich 10 Minuten wohl oder Viertelstunde. Nein, das Stunde, ne? Ja, mein Gott, ey, dann mache ich noch vielleicht was anderes. Vielleicht will ich auch mal abschalten und meine Ruhe kriegen. Für wie blöd willst du mich dann verkaufen? Ach, das hat doch nichts mit blöd zu verkaufen. Na, aber das geht mir richtig zur Zeit, wirklich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, auf den Nerv. Na, sag mal, diese ganze Stresserei, die nur weil das einmal passiert ist mit deiner Schwester, ich kann die Uhr nicht zurückdrehen. Ich kann das nicht zurückdrehen. Was soll ich denn noch machen? Na, Helge, jetzt sagst du nur, weil das einmal passiert ist. Ja, es ist einmal passiert. Mein Gott, ja. Da kann ich doch... Nein, weißt du, es ist ja nicht nur einmal passiert. Mit ihrer Schwester. Du bist hier das Allerheiligste oder was? Nein, ich hab nicht gesagt, dass ich das Allerheiligste bin, aber wer hat denn angefangen? Du hebst dich doch hoch, als wenn... Ich kann gar nichts dafür, ist nicht meine Schuld, ich habe gar nichts gemacht. Hör doch auf. Du als Schwester, war, du hättest da sowieso gleich von vornherein die Finger weglassen müssen. Das tut mir auch leid. Ach, komm, hör auf, ey. Ich hab ihn angerufen, hab gefragt, wie geht's? Und hattest du da irgendwelche Absichten? Ist Conny da? Hattest du da irgendwelche Absichten? Na, sag die Wahrheit, komm. Aha, schon. Ja, komm, komm. Sag mal, schämst du dich eigentlich nicht? Und Melanie? Schämst du dich nicht? Was? Ja, warum, ey? Warum machst du so? Wenn du nicht gekommen wärst, dann hättest du das doch ja nicht mitgekriegt. Wieso war ich denn auf einmal interessant, wo ich mit ihr zusammen war? Erklär mir das doch mal. Das kann doch nicht angehen. Erst wohne ich. Ich wohne bei dir. Kennst du doch manchmal, Frauen sind so. Ja, du musst also, mir. Warum? Ausgerechnet ihr beide. Du hast doch erzählt, du hast mir doch. Als du frisch verliebt warst, warst du da so euphorisch. Ach Mann, der ist ja so lieb und der ist ja so toll. Und also, Melanie, das ach, ist natürlich. Ja, da wollte ich natürlich auch mal. Hallo, liebe Conny. Ich möchte heute reinen Tisch mit dir machen. Ich möchte dir sagen, dass der Seitensprung mit Helge unter der Dusche leider nicht das erste Mal war. Wir haben uns schon öfters getroffen und es mehrmals miteinander getrieben, sogar schon in deinem Bett. Ich möchte dir sagen, dass es mir leid tut. Sag mal, was bist du denn für ein Schwein? Spinnst du? Also das ist... Und du hast ihr habt wohl beide einen Sockenschuss, ey. Conny, hör doch mal zu. Du hast mich doch nicht angehört. Gib mir noch eine Chance. Gelächter kann ich nur sagen, ich kann es nur besser. Conny, wie entscheidest du dich? Tür zu. Das war's. Nimm Platz, Conny. Und gleich wird es noch richtig heiß. Das dürfen Sie nicht verpassen. Die Highlights des Tages. Bleiben Sie dran. Die Highlights des Tages.
Gleich und gleich gesellt sich gern. Oder gilt, Gegensätze ziehen sich an. Diese Gegensätze hier ziehen sich sogar manchmal aus. Platz 3 für Katharina und Mike. Es gibt allerdings nicht nur Unterschiede in der Größe oder im Gewicht. Es gibt natürlich auch Unterschiede bei Partnern im Äußeren. Und die können ziemlich extrem sein. Und ich glaube, wenn wir jetzt Katharina und Mike kennenlernen, dann brauche ich eigentlich gar nichts mehr zu erklären. Am besten schauen Sie mal selbst. Bitte schön. Also so viel zum Thema Punkerin trifft Börsenmakler. Ich guck dich so an. Und ich habe ja hier immer sehr viele Leute und man macht sich so ein Bild, man überlegt, okay, wer passt zu wem. Ich würde sagen, an deiner Seite wäre so eine blonde Henkeltasche. Jetzt mal übertrieben, ja? Und jetzt ein Paradiesvogel mit Mega-Brille und Mega-Brüsten. Und das Schönste ist, er zieht sich nicht aus. Platz 2 für Megatunte Rolf. Guten Morgen! Und hier unsere Siegerin. Sieht sie nicht irre spießig aus? Und dabei sucht Tanja nur eins, den Kick beim Sex. Unterm Tisch, im Auto, im Wald, aber nie im Bett. Platz 1. Wann ist Sex am schönsten? Ah ja, es muss beiden Spaß machen und schön kribbelig sein im Bauch. Was ist denn das Schöne am Sex in der Öffentlichkeit? Hab ich ja, Sex das gesagt? Ist irgendwie das Gefühl, dass man vielleicht erwischt werden könnte. Das gibt einen so den besonderen Kick dabei. Und dann bist du ja ein begeisterter Partygänger oder eine begeisterte Partygängerin. Ja. Und da hat es ja auch schon so eine kleine Geschichte gegeben. Ja, unterm Tisch. Während der Party unterm Tisch. Aber die Tischdecken, die waren halt schon ziemlich lang. Ich denke mal, man hat nichts gesehen oder vielleicht fast nichts. Es ist ja auch nicht in der Öffentlichkeit, wenn man es jetzt zum Beispiel im Auto, im Wald macht, im auf Dunkeln. Auf einer Party unter dem Tisch? Ja gut, das so weit. Ja, macht ihr den Geräusch los oder wie? Ach, nein. Tisch, die Leute denken das so gut. Wenn doch Musik läuft. Ich muss aber ich würde dann unter den Tisch gucken und denke, das ist ein Hund. Musik läuft, sagt er doch. Sagst du? Also, aber wenn ich esse am Tisch und ich höre solche Geräusche, denke ich, entweder ist jemand ohnmächtig geworden und hat einen Herzinfarkt oder das ist ein Hund da unten. Nee, wird also nachgucken und du denkst, oh, ja, wie aufregend. Nett, beim Essen war es nett, aber man muss es ja nicht unterm Tisch gleich das erste Mal irgendwo anders machen. Es gibt ja auch noch andere Orte. Oder das zweite Mal, oder? Na ja, weißt du, oder im Fahrstuhl oder so, oder auf dem Balkon.